Willkommen zurück bei Let's Play Inazuma Eleven Go. Schatten. Und in der Kiste ist ein Eisenkettchen. Wunderbar. Das wollten wir alle wissen. So, aber ich will mal sagen, bevor wir jetzt ein bisschen weiter streunen, diese wunderschöne grausige Landschaft, das mich extrem an Tales of Graces F erinnert. Aber so unglaublich krass, würde ich mal sagen, ich baue meine Mannschaft ein bisschen um. Mit der Hilfe vom Kommentar von LogShockAI. Übrigens danke für den super Kommentar. Du hast mir einen ziemlich guten Tipp gegeben, wie ich die Mannschaft am besten gut aufbaue. Und das war so. Aufstellung Royal Neo, genau, das lassen wir mal so. Bis da was Besseres kommt. So, das war Taktik, das war Aufstellung und genau. Sonst hätte ich hier nur als Alternative Kinderriege, Stratovoll ist auch was Neues, glaube ich. Omni-Attacke, Royal Neo haben wir schon und die Krebsschere. Das war von Pirates Cove, Royal Academy, Almighty Fate, Milky Way, Inazuma Kids Fan Club und der Standardkram. So, bleiben mal wie gesagt da. So, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich habe mal alles ausgedruckt. Sturm von links nach rechts. Victor, Sturm müsste hier vorne sein. Genau, Sturm ist immer vorne. Victor, das passt schon mal. Kaiser, das passt auch. Und Ricky. So weit, so gut. Auch ein Ricky Mittelfeldspieler. Das Ganze momentan, bis du eine gute Stimmung hast, vorne lassen, da er einen Kampfgeist hat. Genau, da steht sein Maestro. Das weiß ich doch. Und ich brauche echt einen verdammt guten Stürmer. Das fehlt mir total. So, dann geht's weiter. Mittelfeld von links nach rechts. Das müsste dann die Reihe hier sein. Arion. Da ist er schon. AD, KB. Also kommst du. Dann nach vorne. Das Chabel, genau, du kriegst eh. Gut, du bist eine Stürmerin, aber zu dir kommen wir später noch. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bei meiner Geisteskapazität, wenn du unbedingt hintere Mittelfeld haben willst. Und Chabel. Also da steht Chabel bei mir. Hab sie nicht, gut. Kein Problem, ich hab sie. Moment, Victor, Kaiser und Ricky. Nee, dann musst du. Ah, ich bin so doof. Moment. Hinteres Mittelfeld müsste dann da sein, wo aktuell Gabi steht. Das heißt, da. Das ist der Sturm. Das ist Mittelfeld. Mittelfeld. Hinteres Mittelfeld. Wie gesagt, mit richtigem Fußball kenne ich mich null aus. Verteidigung von links nach rechts. Rusty, wo bist du? Rusty ist da. So, einmal durchtauschen. Rusty Wanli, du bist da. Aitor Kaisadorus, du bist da. Und Gabi oder von mir aus Jeepe. Denke mal, dass ich ihn eben im Spiel drin lassen muss. Ich denke, da muss ich ihn und also die beiden müssen wahrscheinlich auf jeden Fall drin sein, wegen ihren kleinen Rumgebitsch. Ich glaube, das ist wichtig, dann bleibt Jeep immer draußen und auch mal Thrasher und der Rest sowieso und im Tor Sam. Ich muss auf die Elementvielfalt achten, weil zum Beispiel Victor dann nur gegen nicht gegen Torhüter mit dem Erde Bergelement nicht den kürzesten ziehst, natürlich kannst du die Spiele austauschen und mit denen du noch nicht so hast. Ich weiß ja nicht, wie groß dein Potenzial ist, keine Ahnung, ich zocke einfach so. Oder ob sie welches haben. Gut, 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 gut. Und wir haben schon mal 3 Minuten total versemmelt. Wunderbar. So soll es sein. Gut, an der Viereraufstellung, also da ist der Moment. Nein, das ist Online-Zeugs. Leute, das ist ja nicht so betroffen davon. Jetzt da kann ich rumswitchen, wie ich lustig bin. Das bleibt einfach mal so. Dann sehen wir trotzdem noch ein bisschen mehr von Thrasher und Chapel. Bist du noch drin oder? Ja, du bist noch drin, sehr schön. Gut, du bleibst drin. Immer Schusskraft 114, das muss drin bleiben. Gut.
So, die Kette habe ich, genau, jetzt gehen wir mal ganz kurz nach unten. So viel dazu, wir haben eh so viel Zeit, da kann man das locker mal reinhauen. So, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um, nach Kisten und so weiter, wäre nicht schlecht. Irgendwas braucht man, was ist, da waren jetzt drei Pokémon Ranger, der eine ist voll dabei. Aber die quatschen wir mal nicht an, kostet ja alles Zeit. Und wir haben keine Zeit. So. Und ich finde das so wahnsinnig geil. Wunderbar. So, da ist ein kleines Match, das machen wir mal. Vor allem da ich reinlaufe. Ich Idiota. Tough Love, Donner, Elmer, Color und noch eine. Schön und schaurig. Da stehe ich drauf. So, Start. Könnte mal ein neues Trikot anziehen. Ich habe ja ein paar neue. Aber erstmal rein das Ding mit. Nochmal Kopf voll. Müsste eigentlich reichen. Bams! Bei Evans Dickköpfigkeit. Du siehst ja aus. Drauf ja. Wir haben schon Smasher. Noch sehen wir dich. Bams! Und haut rein mit Magma-Bögen. Auch was ganz, ganz Neues. Wow, schön. War aber nicht stark genug. So. Jetzt Arion. Gretchen. Dankeschön. Und rein das Ding mit Schalen. Ne, mit. Geht eigentlich egal. Mit Kopf voll. Plus 1. Seit wann das denn? Wahrscheinlich seit dem letzten Spiel oder so. Na egal. Drin ist drin. Spitze, alle neune. Das war schön und schaurig. Wird noch ein paar Level-Ups geben. Ja, ein paar. Einfach mal alle. Nähzeug. Ach, wie cool. Gut, das nächste Level-Up dauert bei den meisten noch ein bisschen. Wozu brauche ich denn Nähzeug? Oder besser gesagt, welcher abwehrbare Charakter braucht denn Nähzeug? Nähzeug, Nähzeug, Nähzeug. Nähzeug, Nähzeug, Nata. Echtes Schneidernetzwerk. Flickt alles vom Spültuch bis zum Opernkleid. Ach ja, nee. Ich habe schon ewig lang nicht mehr genäht an meinen Cosplay. Jetzt bin ich in diesem Jahr leider etwas. Ich will nicht sagen, fahre ich mal ein paar Übungskämpfe. Das große Match wird dann erst im nächsten Part rum starten. Jetzt will mal ein bisschen rumquatschen. Ich habe gerade übelst Bock zu quatschen. Deshalb lasst mich doch. Wie gesagt, dieses Jahr war ich auf kein einzigen Convention, nicht einmal auf der Animuk, die bei fast um die Ecke ist. Oder die LBM aus Zeit- und Kostengründen. Jetzt kommt voll. Hau ihn rein. Bams. Deshalb wollte ich dieses Jahr. Oh, Kettenschuss. Lieber nicht. Das passt schon so. Der geht trotzdem rein. Bam. Ohne TP. Zu viel zu verbrauchen. Sehr schön. Genau, dieses Jahr war ich da kostenmäßig null dabei, deshalb habe ich auch keine Cosplays genäht und auch keine andere Neotensilien so gebraucht. 75 Erfahrungspunkte, wow. Da kann man gut trainieren. Luna City. Mhm. Aber nächstes Jahr hätte ich schon richtig, richtig Bock drauf. Ich habe da schon zwei oder drei in Planung, auf die ich verdammt Lust hätte. Okay, doch lieber da hochgegangen. Da ist noch ein Weg, vorsichtig, da ist wieder respawned. Und sonst hätte ich auch wieder richtig Bock auf ein paar schöne neue Outfits. So, ist da noch irgendwas? Ach, wie schön das ist. Gut, der nächste Kampf steigt. Komm her. Komm, komm. Gut, dann halt so. Ja, ihr habt keine Wahl. Und wer seid ihr? Sierra Young Shrine Cheer Errors, die feinen Damen. Ist ja schön. So, und so, und so. Gut. Nicht gewollt, aber trotzdem gut. Sierra? Woran erinnert mich das noch? Jetzt Kopf voll. Rein damit. Was hat ich denn noch lauern?
Am so viel Team vorbereiten, das weiß ich wieder nichts mehr. Voll lauter Lampenfieber. Oh, Flammengriff. Heiß. Und heißes Schulatfit. Sexy. Okay, die fängt einfach einen Hitzkopf voll, das ist schon krass, aber wenn sie aus dem Tor rausrennt, dann müsste sie ihn trotzdem halten können, natürlich. Wer braucht auch schon Logik? So, ran hier. Grätschen. Hau sie weg. Und nochmal, weil es so viel Spaß macht. Versuch Nummer 3. Und alle guten Dinge sind nicht 3. Was ist denn da los? So ein bisschen zu stark die Lady abblocken. Wo seid ihr denn? Swasher? Komm schon. Zerstör sie. Du hast keine Schusstechnik, deshalb Arion. Gut, da hilft wohl alles nichts. Schallmarschock. Und weg damit. Was soll ich denn auch alle sagen? Der Kopf, jetzt geht er rein. Schüler den Flammengriff. Jo, der ist drin. Bada bam. Und das wollte ich sagen. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen das neue Tier Zwischen gekauft. Tier Zwischen Final Fantasy Curtain Call. Wo ich einen Let's Demo dazu gemacht habe. Und Gott macht das Spiel süchtig. Richtig, richtig krass. Das habe ich jetzt auch ein Weilchen gespielt in der letzten Woche. Und deshalb gab es auch ein kleines bisschen weniger Videos. Einfach weil ich von der Arbeit ein bisschen leicht gestresst war. Jetzt auch meine erste Woche als nicht mehr Auszubildender. Sprich, jetzt bin ich da Geselle und arbeite ein paar Stunden mehr. Auch nicht gerade so viel mehr, aber es macht schon einen kleinen Unterschied aus. Und da habe ich jetzt zum, ich will nicht sagen abreagieren, aber so ein bisschen zum Chillen ein bisschen was anderes gezockt. Ich baue mal die Vierer-Konstellation ein bisschen um. Jetzt machen wir mal Cheap hier rein. Anstatt Thrasher. Und ach, Victor, warum nicht? So, dafür kommt bald Chabil raus. Genau, du bleibst. Ach, Eitor, warum nicht? So. Genau, sehr schön. Für das nächste Match, das jetzt kommt. Es ist Fußballzeit, sehr schön. Ja, deshalb kommt auch, wie gesagt, auch ein Weichkind. Gott, was ist das für Charakter? Moment. Ich glaube, die kenne ich irgendwie, oder? Die da. Ich denke schon, die Krabbelkick muss dann später mal gucken. Bei der Spielerliste. Das Spiel ist echt unglaublich süchtig und es macht übelst Bock. War aber auch sehr, sehr schön zum Abbrechen, ein bisschen. So, genau, Victor, einmal Schattenschlag, übrigens auch eine Kettenschusstechnik, Schattenakrobat. Das heißt, ihr könnt dann zu Victor und dann nochmal zu Aaron schießen, um den Schuss noch krasser zu machen. Meteorblock, die sind stark, aber doch stark genug. Fuck. Das werde ich doch mal versuchen, ob das so klappt. Vor allem, wenn du so herredest, macht sehr viel Sinn. Eieiei. Noch ein bisschen stärker wie gedacht hier. Muss vielleicht doch ein bisschen trainieren vor den nächsten Parts. Denn das nächste große Match wird wahrscheinlich doch erst im nächsten Part gehen. Ich will noch ein bisschen mich hier umgucken, wie sie wahrscheinlich relativ großzügigen Landschaft. Duo Katapult. Version 2. Und mal wieder rettet den Tag. So. Und falls es geht, dass ich dann in der Aufstellung nicht gar mit drin haben muss, werde ich vielleicht doch noch Cheap hier reinsetzen, denn ich finde ja doch das Duo-Katapult verdammt gut und habe mich schon so oft den Arsch gerettet, dass ich mir denke, oh komm schon. Ich will mich einfach zerstören hier.
jetzt auch keinen Kampfgeist beschwören. Was geht denn mit denen ab? Sind die so stark oder bin ich so schwach? Mano. Du bist doof. Bitte spiel dich nicht mehr. Da. So, haben wir noch alles da oder was? Ah, eine Kiste, sehr schön. Harlekin-Trikot. Cool. Cool, cool, cool. Wir machen ein paar neue Trikots übrigens. Nach den Almighty Fate haben wir noch das Royal-Trikot. Nicht gerade so schön. Das Pirates-Kauf-Trikot. Das sieht cool aus. Fand ich mir bei Stan mit den Ärmeln. Schön. Golden Oldies. Naja. Hall. Das sieht cool aus. Das ist schön. Mhm. Ah, das sehen wir mal an. So, ausgewählt. Erinnere mich ein bisschen an das hier. Nur ein kleines bisschen. Das Flammentrikot sieht auch verdammt cool aus. Bisschen wie Pixel-Grafik. Aber. Ah, das passt schon. Gut, der Rest passt auch alles. Genau, genau, genau. So, was haben wir noch? Da ist schon das Stadion an sich. Da können wir noch aufladen, wenn es wäre. Aber ich denke, eine Kiste wird hier noch irgendwo verstreut sein. Sagt mir mein Gamer-Gefühl. Oder ist hier noch was? Nö. Hier. Im versteckten Winkel. Auch nicht okay. Gut, ich kann mich rein. Sind noch zwei andere, die aufs Maul wollen, aber erstmal da. Ob da noch was ist. Vielleicht hier in der Mitte. In der goldenen Mitte. Nö. Dann hier vielleicht irgendwo. Bitte. Nö, hier auch nicht. Gut, auf der anderen Seite. Da wollte doch nicht hin. Gut, dann gehen wir mal hier links entlang, wenn ich irgendwo hinkomme, genau. So. Du willst ein paar aufs Maul, habe ich gehört. Wir wollten spülen. Gut, wir sind dabei. Ich auch. Ich hoffe, du bist ein bisschen leichter zu besiegen wie dein Kollege da vorne. Wannabe, Blank, Man, Terry und Square. Ah, Square hört sich schon fast nach Square an. Die suche ich auch noch immer. Guck, ob die noch relativ gut ist. Immerhin ist Square ja der frühere Name von Square Enix. Oder besser gesagt von Square Soft. Huch, ach, bleib im Ballbesitz, ich lese das doch nie. Ich bin zu faul zum Lesen. Ah. Was ist denn nur los? Geht das auch nix? Also gehen wir mal angucken. 3 TP. Ne, das brauche ich mal lieber. Was machen die denn hier? Die chillen einfach. So, haben wir noch Zeit 45. 13 Minuten noch. Gut, dann renne ich mal vorsichtig nach vorne. Gut, lässt mich in Ruhe, genau. Da spare ich mir mal die paar Tränke und das paar vom Futterzeug. So. Gut, dann mache ich erstmal hier die paar Leute fertig. Einmal. Und du? Klingt gut. Okay. Bisschen trainieren schaut wieder nicht. Okay, konnte ich glaube ich schon, aber. Gut, schieß ein Tor. Gut gelesen. Dann mach das mal. Was ein schönes Trikot. Der sieht super hier aus. So, und diesmal. Jetzt Kopf voll. Auch schöne Socken. Und dazu gehört ein schöner Schuss ins Tor. Spitze! Woo! Awesome. Und das waren die Couple Kicker C. Ach, ich wollte noch die eine angucken. 70 Erfahrungspunkte. Uiui. Das war schon das nächste Level Up für Victor dabei. Wer denn 26 und wer bist du?
Lavelo Antillion. Laffer and Lion. Wahrscheinlich. Ja, warum nicht? Komm mit. Ich hätte dann zwar nie einsetzen, aber trotzdem. Sobald er einen Sandkasten zieht, fängt er unkontrolliert an zu buddeln. Cool. Schwimmling passt ganz gut. Abwehr, was bist du? Ein Stürmerchen? Mhm. Ja, okay. Dann gesell dich mal zu T-Vation. Moment, du musst dich A drücken, genau so. Also. Gut. Oh, ihr seid echt gut. Oh ja, wir sind die Besten. Gut, das war Infospieler-Album. Nach Region? So viele Regionen habe ich schon. Jetzt bin ich in der Aero-Arena. So, du warst schon dabei, genau. Und da war irgendjemand, der mir sehr bekannt vorkam. Irgend so ein Mädel. Du nicht? Ah, Download, interessant. Stürmer-Girl, Sierra. Ne, du hast aber fast die gleiche Frisur wie Tescat, irgendwie von den Haaren her. Auch so irgendwas Rotes. Was mich daran erinnert, dass ich schon welche nichts von Tescat gesehen habe. Du hast es auch nicht. Ne? Du auch. Habe ich wohl getäuscht wahrscheinlich. Da war irgendeinen dabei, der bin ich verdammt an jemand von Inazuma Eleven 2 erinnert, bei einer der letzten Mannschaften. Habe ich doch getäuscht. Irgendwie. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Oder warst du vielleicht beim Zenitum? Kann aber auch nicht sein. Ein deutlicher Kampfspieler, Mosquito, das war dann nur die Party Abwehrbar sind, genau das war es auch nicht. Stadion selbst habe ich auch schon alle angeguckt, genau das sind die ganzen Pirate Coverer. Ne, gut, dann habe ich doch getäuscht. Okay, so, du hast das Maul bekommen, jetzt bist du in der Reihe, genau. Komm zu mir. Auch schon alle bekannt. Schieß ein Tor. Mit. Gerne doch. So, nachher mal wissen, Aetheran. Ist auch ziemlich gut, habe ich gehört. Und das war schön. Oh, das war geistig seltsam. Das machen wir nicht nochmal so. Mal schon. Zurück. Gretchen. Victor. Ja, wo ist er denn? Komm doch. Ne, geh zurück. So, du hast ja auch was. Energien jetzt auch noch nie gesehen. Eine Blocktechnik, sehr interessant. Moment, habe ich ihn in der Verteidigung. Was? Die waren die Eitler, genau. Gut. Energienetz. Oh, das war nicht so pralle. So, Wirbelsprint. Und weg. Und da ist er wieder. Da ist er wieder wie ein Wirbelwind. Mit dem guten alten Wirbelsprint. So, bester Wortwitz ever. So, du schießt da und weichst mal aus. Wenn es klappt. Gut. Und rein das Ding mit Schattenschlag. Wahnsinn, da muss ich echt die harten Geschütze aufführen. Aber Hauptsache, ersten. Bam. So, 7 Minuten noch. Gucken wir noch ein bisschen weiter um und spielen etwas weiter. Das Training ist ja nicht schlecht. So, 80. Royals und Zitzburg Mega Sandwich. Uiuiui. Und im nächsten werden dann eventuell Jeepe, Victorious und Samgorus auch ein Level Up. Machen wir eine Revanche? Ja, warum nicht? Wir haben Zeit, so? Bist du bereit für eine Revanche? Genau, jetzt ist Fußballzeit. Let's go! Ach, das war die Tine. Das war die, genau. Du warst das. Schon wieder genau, ich habe gesagt, die da. Jetzt weiß ich es wieder. Tine, muss ich später mal genau nachgucken.
Genau, der hat eine Frisur wie eine von den Blätenbäumen. Zum Glück habe ich es jetzt gelesen. Gott! Ich hoffe, das klappt trotzdem, auch wenn ich es weiß, was ich machen muss. Oh, oh, nein! Oh Gott! GP, du rettest mal wieder den Tag. So wie immer. So, das muss jetzt eine... Geschafft! Geschafft! Right in your face! So, Schmetterlingsnetz, Luna City und 70 Erfahrungspunkte. Jupp. Ah, was für Chip, hä? Noch 5, das machen wir auch noch mit Arion und Aitor. Wir machen noch ein paar Level-Ups, dann war's das auch schon. So, Schmetterlingsnetz. Erstmal Dings angucken. Vielleicht auch bei neu, vielleicht ist sie da schneller zu sehen. Da. Genau. Die kenne ich irgendwo her. War nicht bei einer der letzten Mannschaften von in der Summe Level 2 dabei? Ich glaube irgendwie schon. So ein ganz, ganz komisches, bekanntes Gesicht. Na egal. Gut, das haben wir das. Das heben wir dann ab nach unten. Aufladen brauche ich nicht. So, dann nur noch du, da müsste ich eigentlich schon aktuell sein, oder? Genau, komm her. Und dann haben wir noch 5 Minuten. Und da bist du schon wieder. Mit Bio und Tarantula. Schnapp dir den Ball. Vielleicht ist es ein besserer Part zum Trainieren gewesen, aber. Naja. Fersengeld. So, trotzdem muss einer rankommen. Jetzt kommt Victor, danach Chipe. Einer catcht den Ball schon. Chipe auch nicht. Victor auch nicht. So, Aitor, du bist dran. Energienetz. Ha. Denkste. Und gecatcht. Und den Ball auch noch. Diesmal Krabbelkicker B. Eieiei. Okay, wir machen noch Aitor für 21. Wir machen noch Aitor 21. Und dann war es das auch schon. Wie gesagt, wäre ein bisschen besserer Offscreen-Trainingspart gewesen, aber trotzdem, ich wollte noch ein bisschen die Mannschaft umbauen und ein bisschen so rumquasseln, was ich jetzt auch weniger gemacht habe, wie eigentlich gedacht. Also trotzdem habe ich alles gesagt, genau das. Ich derzeit hier zwischen wie ein irrer Zock, es macht zu übelst Bock. Ich bin ein relativ musikalischer Mensch und da finde ich solche Rhythmusspiele genial und vor allem jetzt durch das. Es gibt da, obwohl es ein Musikspiel ist, einen Quest-Modus, der ist so genial. Man kann so wahnsinnig viel freispielen und. Ah, es macht so übelst Bock. Also, ich habe auch, wie gesagt, in letzter Zeit ein bisschen mehr gezockt. Dank des etwas leicht erhöhten Arbeitsstresses, aber ich denke, es wird sich auch erstmal liegen. Wird erstmal die Aero-Arena, schön. Wow. Okay, ich krieg noch fertig. Es wird auch erstmal die ersten Tage wahrscheinlich so sein, durch die kleine Umgewöhnung von erstmal 2 Wochen Urlaub und dann Hardcore arbeiten, noch 1-2 Stunden mehr. Wird sich aber auch wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage schon lohnen, also ihr braucht da keine Angst haben. Und da war das so ein bisschen schön zu entspannen, ein bisschen Musik hören, ein bisschen Questen, ein bisschen meine Charakter aufleveln und man kann mit so viel Charakteren spielen, das ist unglaublich. Mit meinen Lieblingscharakteren von Final Fantasy 5, von 6 und dann noch ein paar neue von Type O, die dazugekommen sind, die neuen Musikstücke, noch ein paar neue von Final Fantasy 14. Also macht so übelst Bock und deshalb auch ein kleiner Grund, warum es jetzt eine Weile nichts gab, fast eine ganze Woche. Aber ich bin wieder back im Business und der Part ist schon wieder vorbei. Gut, trotzdem ein schöner Cliffhanger mit diesen wundervollen fetten, riesigen Ventilatoren. Enter,
Aero Arena. Genau. Wir machen mal einen spannenden Cut und bis heute geht es mir dann logischerweise im nächsten Part. Also danke fürs Zugucken und bis nächstes Mal bei Let's Play Inazuma 11 Go. Schatten. Ciao.